Hallo und willkommen zurück zu unserer Kulturkiste für den November. Dieses Mal widmen wir uns recht ausführlich dem Thema Bildung und Wissenschaft. Aber auch die Kultur wird im November nicht zu kurz kommen, denn der Polenmarkt jährt sich zum 21. Mal. Am Ende folgt noch eine Handvoll Kurztipps. Wusstest du, dass in Deutschland etwa alle 15 Minuten ein Patient die Diagnose Blutkrebs erhält und jeder Zehnte vergeblich nach einem Spender sucht? Aber was ist Blutkrebs eigentlich? Meist sind damit Erkrankungen der weißen Blutkörperchen gemeint, welche sich unkontrolliert und rasch vermehren und ihre normale Hauptaufgabe dadurch nicht mehr erfüllen können. Diese besteht eigentlich darin, Krankheitserreger zu bekämpfen, Sauerstoff zu transportieren oder Blutungen zu stoppen. Stammzelltransplantationen sind oft die einzige Aussicht auf Heilung. Du fragst dich, wie du helfen kannst? Wenn du zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund bist, dann lass dich als Stammzellspender registrieren. Dafür kannst du über die Seite der DKMS ein sogenanntes Lebensretter-Set bestellen oder komm am besten am 7.11. in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in das Foyer des Hörsaalgebäudes am Ernst-Lohmeyer-Platz, denn hier veranstaltet die Kapufaktur ihren DKMS-Registrierungsaktionstag. Die 24-Stunden-Vorlesung wird jedes Jahr vom AStA veranstaltet. Dieses Jahr findet sie vom 16. bis 17.11. von 18 bis 18 Uhr statt. Ursprünglich entstanden aus einem Protest gegen universitäre Stellenstreichungen, ist sie mittlerweile zur Tradition an unserer Uni geworden. Ziel der Veranstaltung ist es, vor allem Studierenden, aber auch allen anderen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich über aktuelle, unterschiedliche sowie fesselnde Themen mit Rednern aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Medien auszutauschen. Unsere Redaktion empfiehlt euch die folgenden Veranstaltungen. Am Freitag, dem 16.11. um 20 Uhr in Hörsaal 1. Ein Science Slam, wie Pokémon dich zum Lernen motivieren, von Daniel Hunold. Pokémon ist nicht so euer Ding? Dann geht doch einfach in Hörsaal 2. Da erzählt Noah Sari, wie er mit 19 Jahren auf die Idee kam, an die IS-Front im Nordirak zu reisen. Am 17.11., dem Samstag, um 9 Uhr in Hörsaal 2 empfehlen wir euch den Vortrag von Dr. Annette Brauer, Fantastic, warum Fans besser als ihr Ruf sind. Außerdem könnt ihr mit einem AStA-Stempel auf eurem Programmheft freien Eintritt in die Sternwarte innerhalb der 24-Stunden-Vorlesung bekommen. Übrigens, Gregor Gysi ist auch da. Dieses Jahr findet vom 15.11. bis 24.11. zum 21. Mal der Polenmarkt in Greifswald statt. 1997 fand der erste polnische Kulturabend in der Czajka statt. 1998 folgte eine Ausweitung zu einer polnischen Kulturwoche. Ein Jahr später fand das Festival zum ersten Mal unter dem Namen Polenmarkt statt. 2010 fanden zum ersten Mal auch Veranstaltungen außerhalb von Greifswald statt. Heute ist der Polenmarkt ein 11-tägiges, facettenreiches Festival, welches gefüllt ist mit Unterhaltung, Information und Spaß für alle Altersstufen und jeden Geschmack. Es erwarten euch Ausstellungen, Lesungen, Partys, Clubabende und Konzerte. Die Empfehlungen unserer Redaktion sind am 16.11. ab 20 Uhr im Klecks ein Punkabend. Zuerst gibt es ein Gespräch und Vortrag unter dem Thema Warschauer Punkpakt und danach tritt die Band Moskawa auf. Am 23.11. findet ab 19 Uhr in der Brasserie Hermann eine Lesung mit Matthias Kneip statt. Das Thema ist 111 Gründe, Polen zu lieben. Der Eintritt ist frei. Am 24.11., das ist ein Samstag, werden ab 10.30 Uhr in der Hans-Fallada-Bibliothek Märchen aus Polen vorgelesen. Auch hier ist der Eintritt frei. Wie jedes Semester findet am 6.11. die Vollversammlung der Studierendenschaft statt. Im Hörsaal 3-4 am Ernst-Lohmeyer-Platz ab 14 Uhr. Die Unimedizin veranstaltet am 10.11. in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Frauengesundheitstag. Der Eintritt dafür ist frei. Feiern für einen guten Zweck mit dem Rotaract-Club Greifswald und euren Profs. Am 15.11. ab 22 Uhr in den Geokellern Profs at Turntables. Am 23. November ab 20 Uhr präsentiert Christoph in der Museumswerft Tim McMillan und Rachel Snow mit Akustikgitarre und Violine. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Am 25.11. lädt der Alumni Kommunikationswissenschaften Greifswald e.V. zum Tag der Kommunikation in die Rubenowstraße 3 ein. Start ist um 9.30 Uhr mit der Begrüßung und einem Frühstück. Ihr habt Oxygen im letzten Semester verpasst? Dann habt ihr am 30.11. und 1.12. jeweils um 20.15 Uhr noch einmal die Gelegenheit, im Hörsaal in der Wolweberstraße 1 das Theaterstück anzusehen. Tschüss, das war's.